Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Chutney-Rezept. Es ist Tomaten-Knoblauch-Chutney. Wir können es bis zu 2 Monate aufbewahren. Es ist bekannt und wir können es in einem Linsenrezept oder in eine Suppe geben. Dann bekommt es einen leckeren indischen Geschmack dazu. Es ist ein Grundrezept und alle Zutaten könnt ihr ganz einfach zu Hause finden. So, jetzt fangen wir mal an. 600 Gramm Tomaten, 6 rote Chilis, 50 Gramm Knoblauch, 1 Teelöffel Koriandersamen, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel, 1/2 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Zucker, 1/2 Teelöffel Senfsamen und Öl. Hier habe ich Sonnenblumenöl genommen. Öl erhitzen. Darin fügen wir Koriandersamen, Kreuzkümmel, Tomaten und Salz hinzu. Zudecken und auf mittlere Hitze für ca. 5 Minuten kochen. Dann fügen wir rote Chili und Knoblauch hinzu. Die Tomatenscheiben umdrehen und diese Mischung weiter auf mittlere Hitze für ca. 5 Minuten köcheln lassen. Jetzt lassen wir alles zum Abkühlen. Danach füllen wir die in einen Mixer. Jetzt püriere ich die restliche Mischung auf. Wenn ihr es frisch mit Dal, Khichdi oder Dosa essen möchtet, dann schmeckt es auch sehr lecker. Oder für das haltbare Chutney kochen wir es weiter, so dafür Öl erhitzen. Senfsamen, die pürierte Mischung und Zucker hinzufügen und weiter auf mittlere Hitze für mindestens 10 Minuten kochen. Jetzt sieht es perfekt aus, das Öl ist raus und jetzt ist es fertig. Es ist ein einfaches Rezept und die Zutaten könnt ihr auch leicht zu Hause finden. Die Konsistenz ist so gut und im Kühlschrank hält es bis zu 2 Monate. Hier habe ich Uttapam damit, diese herzhafte Pfannkuchenrezept habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal. So bitte versuch mal, die Zutaten stehen unter in der Infobox und die anderen Links stehen auch. So, ich hoffe euch, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir, womit habt ihr dieses Chutney gegessen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!